Altona Kampf und Krampf, aber keine Punkte in der Sonnenstube. Doch alleine des schönen Wetters wegen waren die Berner Oberländer nicht in den Süden gereist. Drei Punkte fordern die Fans. Punkte, mit denen sich Thun im Abstiegskampf etwas absetzen könnte. Nach zuletzt zwei Niederlagen strotzt das Team von Mauro Lustrinelli nicht gerade vor Selbstvertrauen. Ganz anders Lugano. Alioski hält einfach mal drauf. Der erste Warnschuss in der Startviertelstunde. Von Thun kommt offensiv ganz wenig. Captain Hediger nach abgesessener Sperre zurück, reiht sich in das harmlose Kollektiv ein. Nach höchst bescheidenen 45 Minuten im Cornaredo gibt's in der Pause so einiges zu diskutieren. An die Umsetzung macht sich zunächst Lugano. Alioski auf dem Weg zu seinem 14. Saisontreffer. Uneigennützig, Michael Facchinetti erledigt den Rest. Kleiner Trost für den Thuner Verteidiger, hinter ihm wäre Sadiku einschussbereit gestanden. Doch das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen, Alioski startete aus dem Abseits. Pech für Thun, Lugano darf's recht sein. Und Alioski, der will seinen 14. Saisontreffer unbedingt. So sieht Entschlossenheit aus. Der Berner in Diensten Luganos erwischt Favre in der nahen Ecke. Was für ein Frust für Thun. Nach diesem Nachtreten fliegt Enrico Schirinzi kurz vor Schluss vom Platz. Der Einwechselspieler durfte gerade mal eine Viertelstunde mit Thun. Lugano muss mit einem Mann mehr in der Schlussphase doch eigentlich nicht mehr zittern. Aber wer so nachlässig verteidigt wie Sulmoni und Padalino, der wird bestraft. Doch der Anschlusstreffer von Dejan Sorgic kommt zu spät. Thun verliert in Lugano und reist ohne Punkte, dafür mit viel Frust, zurück in den Norden.